Christian Ilzer wird ab sofort auf der Trainerbank von Austria Wien Platz nehmen. Am Mittwoch wurde er der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleich anschließend nahm er sich für ein erstes Interview mit Viola TV Zeit. Wir wollten natürlich wissen, was für ein Typ Trainer er ist. Ich bin ein Mensch, der Visionen im Kopf hat, der große Visionen hat, der nicht zu klein denkt. Weil diese Visionen, die treiben mich an, die sind so eine Triebfeder für mich. Aber ich bin dann schon ein Typ Trainer, der stark im Moment ist, der große Präsenz im Moment sagt. Und ja, da gibt es für mich einmal diese Nahziele zu verfolgen. Wie gesagt, ich muss diesen gesamten Großclub Austria Wien jetzt so schnell wie möglich kennenlernen und ja, freue mich dann einfach auch, dort anzugreifen und diese Geschichte dann einfach zu einer richtigen Erfolgsstory zu machen. Christian Ilzer hat an eine neue Aufgabe eine eigene, sehr pragmatische Herangehensweise. Man legt sich natürlich seinen Stil zurecht, aber dieser Stil entwickelt sich dann auch mit den Aufgaben. Und ich denke, auch mit Austria Wien wartet jetzt wieder eine neue Aufgabe auf mich, wo ich klar meinen Stil reinbringe, aber mich auch natürlich auf Dinge, die dieser Verein mitbringt, nach Dingen, nach dem sich dieser Verein sehnt, die werden in meine Arbeit einfließen und ja, darauf freue ich mich schon. Man spricht immer von der Handschrift eines Trainers. Wann wird die Handschrift von Christian Ilzer zu sehen sein? So schnell wie möglich am besten, aber ich werde hier auf eine Mannschaft treffen, die können alle Fußball spielen, die können richtig gut Fußball spielen und da ist schon wichtiger, dass man sich als Trainer auch zurücknimmt, beobachtet, schaut, wo sind die Potenziale, wie kann man diese Potenziale bestmöglich einsetzen, auf welchen Positionen entfachen die Spieler ihr Potenzial am besten, also zu schauen und mitzubringen, dieses Geben, Nehmen muss da in einem richtig guten Gleichgewicht zu sein, sollte in einem richtig guten Gleichgewicht sein und umso schneller man einfach sein Team in den Gleichklang bringt, umso erfolgreicher wird man dann auch sein. Als Gegner hat sich Christian Ilzer schon in der abgelaufenen Saison intensiv mit Austria Wien beschäftigt. Seine Wahrnehmung von außen zur letzten Saison? Ich habe die Austria so wahrgenommen, dass wir viermal gegeneinander gespielt haben. Und als unseren Gegner habe ich natürlich schon einen sehr, sehr tiefen Einblick auf Mechanismen, die jetzt rein am Platz basiert sind. Ich habe jetzt keinen Einblick, was jetzt so in der Struktur vorgegangen ist. Ja, habe die Mannschaft vor allem in unserem ersten Saisonspiel, wo ich denke ich schon ein bisschen mit Glück 1:0 gewonnen habe, als richtig, richtig starkes Kollektiv, als fußballerisch. Für mich so nach Salzburg fast das zweitgrößte Potenzial in sich gebirgt hat, habe ich naja, die Austria als Mannschaft gesehen, die dann schon einfach keinen richtigen Rhythmus bekommen hat, also immer wieder dann durch Rückschläge zurückgeworfen worden ist. Aber wenn ich mir die Mannschaftsstruktur anschaue, ein stimmig zusammengestellter Kader, in dem ich schon großes Potenzial vermute. Austria Wien ist die bisher bei Weitem größte Herausforderung für Christian Ilzer. Der Druck, die Erwartungen sind höher als anderswo. Christian Ilzer ist darauf vorbereitet. Ja, wie gesagt, ich möchte daherkommen und mir klare Gedanken machen, wie man dieses Projekt auf eine richtig positive Schiene bringt. Natürlich ist mir bewusst, dass das jetzt andere Dimensionen hat, aber ich denke, ich kenne den Mechanismen im Fußball und da wird es einfach wichtig sein, dass man im internen Kern sehr viel Einigkeit erzielt, dass man da eine enorme Professionalität an den Tag legt, beginnend bei mir, über meinen Trainer und Betreuerstaff, aber auch bei den Spielern. Und entscheidend ist einfach, dass ist dieses gemeinsame Ziel, diese gemeinsame Sache, der gilt dann sehr vieles unterzuordnen. Und das sind sicher ja, Schlüsselherangehensweisen, die wir einfach vom ersten Tag weg verfolgen müssen. Das Trainerteam bekommt zumindest zwei weitere neue Gesichter. Mit Uwe Hölzl und Dominik Deutschl kommen zwei langjährige Wegbegleiter von Christian Ilzer mit zu Austria Wien. Vor allem mit Uwe Hölzl bin ich ja schon viele, viele Jahre unterwegs. Wir haben gemeinsam gespielt noch miteinander. Er am linken Flügel, ich am rechten Flügel. Das war damals in der steirischen Landesliga.
Später war er dann, obwohl er 10 Jahre älter ist, war er ein Spieler von mir am Ende seiner Karriere. Und ja, war dann bei Weiz, als ich bei Weiz Trainer war in der Landesliga auch damals. Von dort weg war er dann ständig mein Co-Trainer. Als ich dann meinen nächsten Schritt gemacht habe und immer wieder auch den Verein verlassen habe, hat er dann oft auch als Cheftrainer dieses Projekt dann noch fertig gemacht. Aber ja, sehr vertraute Person. Nachdem ich mit ihm gespielt habe, war er ein Spieler, der mit allen Wassern gewaschen war. Also er versteht auch sehr gut, kriegt einen guten Draht zu den Spielern. Ja. Und wie gesagt, da war auch große Qualitäten in der Menschenführung. Und Dominik kommt da von der anderen Seite, der ja am Anfang mein Spielanalyst war, extrem fleißiger Typ ist, der sich enorm auseinandersetzt mit der Materie und ja, aber auf der menschlichen Seite richtige Qualitäten mit sich bringt. Und beide sind halt sehr eingespielt mit mir, richtige Vertrauensleute. Und es war mir schon sehr wichtig, dass ich solche Vertrauensmenschen von Beginn weg da bei der Austria Wien an meiner Seite habe.